Wenn ich jetzt nicht genau weiß, ob ich eine Lehre beginnen soll, dann steht die Arbeiterkammer mit Rat und Tat zur Seite. Wir bieten Interessenstestungen an. Bei diesen Testungen wird ganz genau geschaut, wo liegen die Interessen und wo liegen die einzelnen Fähigkeiten. Der Lehrvertrag kann von uns überprüft werden. Wir schauen uns den Vertrag dann genau an. Ganz wichtig ist auch, dass eben Lehrlinge rechtzeitig mit ihren Lohn- bzw. Gehaltsabrechnungen bei uns einen Termin vereinbaren, um zu schauen, ob alle arbeitsrechtlichen Ansprüche, die einem zustehen, abgerechnet werden. Da muss das Lehrlingseinkommen muss zum Beispiel bezahlt werden, Mehr- und Überstunden, auch Diäten. Das heißt, wenn man jetzt von einer Baustelle zu einer anderen Baustelle fährt und der Kollektivvertrag diesbezüglich Reisekosten und Reiseaufwandsentschädigungen vorsieht, müssen diese auch abgerechnet werden. Auch müssen zum Beispiel kollektivvertraglich vorgesehene Sonderzahlungen, sprich Urlaubs- und Weihnachtsgeld, abgerechnet werden und dem Lehrling ausbezahlt werden. Es gibt Ausbildungsvorschriften bzw. Ausbildungsordnungen, die genau vorsehen, was in einem Lehrverhältnis alles gelehrt werden muss. Wenn jetzt diese Ausbildungsvorschriften vom Lehrberechtigten nicht eingehalten werden, dann bitte mit uns rechtzeitig Kontakt aufnehmen, dann können wir das besprechen. Wichtig ist auch, dass wir zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Das heißt, wenn der Lehrling uns jetzt was anvertraut, bleibt das bei uns und es wird jeder Schritt gemeinsam mit dem Lehrling abgesteckt.